Hoffe auf den Herrn und sei stark. Hab festen Mut und hoffe auf den Herrn. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Liebe Brüder und Schwestern, ich grüße Sie heute aus der Kirche in Dönkesmühle, die Kirche zur Heiligen Familie. Und da haben wir gleich eine ganze Menge Schutzpatrone dabei. Jesus ist dabei, die Gottesmutter, die sich um Jesus gesorgt hat, die ihn zur Welt gebracht hat. Und Josef, der Pflegevater Jesu, ist auch dabei. Und Josef ist der Patron überhaupt der gesamten Kirche und er möge uns Fürsprecher sein, dass wir diese Corona-Pandemie bald überwinden. Ja, wir wollen Eucharistie feiern und hören heute eine ganz interessante Lesung. Die Israeliten wenden sich von Gott ab und er schickt Giftschlangen unter das Volk und Mose macht eine Schlange aus Kupfer und hängt sie auf einem Pfahl und alle, die aufblicken, bleiben am Leben. Eine Schlange als Symbol der Heilung. Wir kennen das aus der griechischen Mythologie, Aesculapius, der Heilgott, der auch mit einer Schlange dargestellt wird. Und bis heute sind ja das Zeichen der Ärzte und der Apotheken diese Aesculap-Schlange, die an einem Stab ist. Ja, eine Schlange ist giftig, aber Heilung bringt sie, wenn man Gift in wohldosierten Dosen verabreicht, dann kann es sogar helfen, dass man gesund werden kann. Auf jeden Fall in dieser damaligen Situation hat es geholfen. Und wir können auch heute einmal überlegen, was ist bei uns das Gift in der Bevölkerung, das Gift, dass wir so gegen Gott uns auflehnen. Und wo bedarf es der Bekehrung, dass wir uns Gott wieder zuwenden und aufblicken, nicht mehr zur Schlange, sondern aufblicken zum Kreuz, an dem der Herr unsere Sünden hingetragen hat und uns dann wieder ihm zuwenden. In dieser Haltung, dass wir uns ihm, dem Herrn, zuwenden wollen, wollen wir jetzt Gottesdienst feiern und wollen vor Gott und voreinander bekennen, dass wir sündige Menschen sind. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Lasst uns beten. Gütiger Gott, schenke uns Beharrlichkeit und Ausdauer auf dem Weg deiner Gebote, damit auch in unseren Tagen viele Menschen zu dir finden und deine Kirche dir immer eifriger dient. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Numeri. In jenen Tagen brachen die Israeliten vom Berg Hor auf und schlugen die Richtung zum Schilfmeer ein, um Edom zu umgehen. Unterwegs aber verlor das Volk den Mut und lehnte sich gegen Gott und gegen Mose auf und sagte: Warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt? Etwa, damit wir in der Wüste sterben? Es gibt weder Brot noch Wasser, dieser elenden Nahrung sind wir überdrüssig. Da schickte der Herr Giftschlangen unter das Volk, sie bissen die Menschen und viele Israeliten starben. Die Leute kamen zu Mose und sagten: Wir haben gesündigt, denn wir haben uns gegen den Herrn und gegen dich aufgelehnt.
Betet zum Herrn, dass er uns von den Schlangen befreit. Da betete Mose für das Volk. Der Herr antwortete Mose: Mach dir eine Schlange und häng sie an einer Fahnenstange auf. Jeder, der gebissen wird, wird am Leben bleiben, wenn er sie ansieht. Mose machte also eine Schlange aus Kupfer und hängte sie an einer Fahnenstange auf. Wenn nun jemand von einer Schlange gebissen wurde und zu der Kupferstange aufblickte, blieb er am Leben. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Herr, erhöre mein Gebet und lass mein Rufen zu dir kommen. Herr, erhöre mein Gebet und lass mein Rufen zu dir kommen. Herr, höre mein Gebet, mein Schreien dringe zu dir. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, wenn ich in Not bin, wende dein Ohr mir zu. Wenn ich dich anrufe, erhöre mich bald. Herr, erhöre mein Gebet und lass mein Rufen zu dir kommen. Die Völker werden fürchten den Namen des Herrn und alle Könige der Erde deine Herrlichkeit. Denn der Herr baut Zion wieder auf und erscheint in all seiner Herrlichkeit. Herr, erhöre mein Gebet und lass mein Rufen zu dir kommen. Er wendet sich dem Gebet der Verlassenen zu, ihre Bitten verschmäht er nicht. Dies sei aufgeschrieben für das kommende Geschlecht, damit das Volk, das noch erschaffen wird, den Herrn lobpreise. Herr, erhöre mein Gebet und lass mein Rufen zu dir kommen. Der Herr schaut herab aus heiliger Höhe. Vom Himmel blickt er auf die Erde nieder. Er will auf das Seufzen der Gefangenen hören und alle befreien, die dem Tod geweiht sind. Herr, erhöre mein Gebet und lass mein Rufen zu dir kommen. Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre. Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre. Der Samen ist das Wort Gottes, der Sämann ist Christus. Wer Christus findet, der bleibt in Ewigkeit. Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu den Pharisäern: Ich gehe fort und ihr werdet mich suchen und ihr werdet in eurer Sünde sterben. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht gelangen. Da sagten die Juden: Will er sich etwa umbringen? Warum sagt er sonst, wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht gelangen? Er sagte zu ihnen: Ihr stammt von unten, ich stamme von oben. Ihr seid aus dieser Welt, ich bin nicht aus dieser Welt. Ich habe euch gesagt, ihr werdet in euren Sünden sterben. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr in euren Sünden sterben. Da fragten sie ihn: Wer bist du denn? Jesus antwortete: Warum rede ich überhaupt noch mit euch? Ich hätte noch viel über euch zu sagen und viel zu richten, aber er, der mich gesandt hat, bürgt für die Wahrheit, und was ich von ihm gehört habe, das sage ich der Welt. Sie verstanden nicht, dass er damit den Vater meinte. Da sagte Jesus zu ihnen: Wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Ihr werdet erkennen, dass ich nichts in meinem eigenen Namen tue, sondern nur das sage, was mich der Vater gelehrt hat. Und er, der mich gesandt hat, ist bei mir. Er hat mich nicht allein gelassen, weil ich immer das tue, was ihm gefällt. Als Jesus das sagte, kamen viele zum Glauben an ihn. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Lasst uns rufen zu Jesus Christus, der mit dem Vater lebt und wirkt. Für alle Christen, dass sie dir mit Eifer dienen. Herr, erbarme dich.
Herr, erbarme dich. Für jene Menschen, die sich von dir abgewandt haben, dass sie umkehren und leben, Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Für die Hungernden, dass sie nicht verzweifeln, Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Für alle Kranken und Leidenden, sei ihnen nahe und spende ihnen Trost. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Für die Sterbenden, dass du dich ihrer annimmst. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Denn du tust allezeit den Willen deines Vaters. Lass uns dir folgen, auch in schweren Stunden. Dir sei Lob und Ehre in Ewigkeit. Amen. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Wie dieses Wasser sich mit Wein verbindet zum heiligen Zeichen, so lass uns der Kelch teilhaben an der Gottheit Christi, der unsere Menschennatur angenommen hat. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns der Kelch des Heiles werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Herr, wir kommen zu dir mit reumütigem Herzen, mit demütigem Sinn. Nimm uns an und gib, dass unser Opfer dir gefalle. Herr, wasche ab meine Schuld, von meinen Sünden reinige mich. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir bringen dir das Opfer der Versöhnung dar. Tilge unsere Schuld und gib unserem beständigen Sinn Richtung und Halt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen, wir haben sie beim Herrn. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir allmächtiger Vater zu danken und das Werk deiner Gnade zu rühmen. Denn das Leiden deines Sohnes wurde zum Heil für die Welt. Seine Erlösungstat bewegt uns, deine Größe zu preisen. Im Kreuz enthüllt sich dein Gericht, im Kreuz erstrahlt die Macht des Retters, der sich für uns dahingab, unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn loben dich deine Erlösten und vereinen sich mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenk uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Michael und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und sind es, darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung, ihn bitten wir. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch und mit deinem Geiste. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle an mich ziehen, so spricht der Herr.
Jesus Christus, du schenkst uns deine Nähe. Auch wenn wir am Bildschirm dich nicht persönlich empfangen dürfen, kommst du trotzdem in unsere Herzen und du bleibst bei uns und du gehst mit uns alle Tage unseres Lebens. Dir sei Lob und Ehre in Ewigkeit. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns das Brot des Himmels geschenkt. Gib uns die Gnade, die göttlichen Geheimnisse mit solcher Ehrfurcht zu feiern, dass wir dir immer näher kommen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, die göttlichen Geheimnisse wollen wir so feiern, dass wir dir immer näher kommen. Vielleicht ist diese Krise jetzt gerade auch die Chance, dass wir umso mehr und intensiver uns mit der Eucharistiefeier beschäftigen, auch wenn wir nicht die Kommunion empfangen können, aber doch ganz tief auf die Worte Gottes hören, auf das Opfer schauen und dann uns verbinden in einer geistigen Weise. Und dann können wir, wenn wir diese Krise überwunden haben, mit viel größerer Freude wieder die Eucharistie empfangen. Und jetzt wollen wir den Segen Gottes erbitten für uns alle, für alle, die wir gebetet haben, für unsere ganze Pfarrei, für die Anliegen unserer Pfarrei und unserer Pfarreien und für alle, die Anliegen aller Menschen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Sei deinem Volk gnädig, Herr, unser Gott, und versage uns auf Erden nicht deinen Trost, da du uns zum ewigen Leben berufen hast. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Und der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, komme auf euch herab und bleibe bei euch alle Zeit. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.